Ja, Guido, wie ist es? Verfolgst du aktuell die Nachrichten? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich verfolge die Nachrichten jeden Abend, wenn ich von meiner Arbeitsstelle zurückkomme. Mache ich quasi eine Tour d'horizon. Presseschau, hätte man früher gesagt. Einmal quer durch das Internet, alle verfügbaren Online-Zeitungen. Na, alle nicht, aber die, die mich interessieren, die relevanten. Deutschlandpolitik. Auf jeden Fall eine interessante Sache, auch Magazine. Das heißt, du informierst dich alternativ, könnte man auch sagen. Ja, es ist ja Hagen Rether, der bekannte Kabarettist, hat ja gesagt, dass ich früher die Zeitungen unterschieden habe. Ist ja Ist das heute nicht mehr so? tendenziell nicht mehr so. Ist ja auch nur ein Spiegelbild für die Parteienlandschaft, die sich ja auch inhaltlich und auch personal nicht mehr annähert. Die berühmte Drehtür, wo man ja nicht mehr unterscheiden kann, wer gerade eben noch im Ministersessel gesessen ist und im nächsten Moment auf einem Verbandsvorsitzstuhl sitzt. Ja. Früher hat man das hässliche Wort System dafür verwendet, aber ich finde, das hat von der Prägnanz nichts verloren. Das heißt, du bist auch, hast du auch deine ganz eigene Meinung wahrscheinlich, was gerade die aktuellen Koalitionsverhandlungen angeht zwischen CDU und SPD? Aber vielleicht bevor wir da reingehen, was ist denn mit den Koalitionsverhandlungen oder den Vorverhandlungen oder den Sondierungsgesprächen oder wie auch immer man das nennt, mit Schwarz-Grün geworden? Da hört man gar nichts mehr. Also das ist quasi, war relativ schnell ad acta gelegt. Ja, es ist interessant, das von mir so betitelte System zeigt interessante Spielzüge auch nach der Wahl. Es ist jetzt interessant zu sehen, wie im Blätterwald der FDP aufgeholfen wird, obwohl sie vom Wähler eigentlich abgestraft wurde. Nach der Arithmetik oder der Machtmechanik der Bundesrepublik ist es wohl so, dass man zwar einen Mitspieler gerne schwach hält und dann bei den Elefantenrunden sagt, der Wähler hat sein Votum gegeben, aber ganz missen möchte man die Partei nicht. Und deswegen kommen jetzt, wenn man die aktuellen Berichte aufmerksam liest, auch viele Unterstützungsaufrufe. Ein konkretes Beispiel, in welcher Form? Vielleicht erstmal. Rösterchen, wir sind ja im Karlsruhe. Danke Genau. für die Einladung. Nun ja, man hat den Verlust des liberalen Profils ausgemacht und als Erklärungsmuster hergenommen für die Keule, die deftige Niederlage, immerhin 14%, weil in der letzten Legislatur und jetzt bei 4,8 gleich auf quasi mit dem neuen Politikangebot AfD. Man hatte aber prominente Widerstreiter innerhalb der FDP, die genau das vorhergesagt hatten und auch der Partei ins Gewissen geredet hatten. Man müsse zu seinen alten Grundwerten wiederfinden, wenn man nicht gänzlich untergehen wolle. Prominente Beispiel der Eurokritiker Frank Schäffler, der mit eher obskuren Methoden innerhalb der Partei mundtot gemacht wird. Man erinnert sich in diesem Zusammenhang an die Mitgliederbefragung in der FDP-Parteizeitschrift, wo die Mitgliederbefragung, die Frank Schäffler und seine Mitstreiter angestrengt hatten, auf dem ganzen Heft, ich glaube, an 3 oder 4 Stellen verteilt wurden. Und somit von der Redaktion dieses Mitgliederheftes, Parteiheftes auch versucht wurde, mit handwerklichen Tricks da einen Knüppel zwischen dieses durchaus berechtigte Anliegen zu werfen. Das ist interessant. Also das Spiel über Bande soll funktionieren und man hat, und damit möchte ich dann auch die Machtarithmetik beiseite lassen. Man hat ja auch Claudia Roth zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt. Auch ein interessanter Vorgang. Es hätte bestimmt ambitionierte Kandidaten aus den Reihen gegeben, die ja eigentlich gewonnen hatten oder Stimmzuwächse hatten. Aber man hat sich darauf geeinigt, auch einer eher im Verlieren begriffenen Partei doch noch dieses Amt mit auf den Weg zu geben. Das zeigt, dass eine Bundestagswahl eigentlich auch immer im Kontext des Gesamtparteiensystems hinsichtlich der nächsten Landtagswahlen, Europawahlen etc. auch immer eine Rolle spielt. Okay. Jetzt als
Politikwissenschaftler ist richtig, oder? Wo, ja, wo hast du studiert? In Bonn. In Bonn. Politik im Nebenfach. Mhm. Hauptpunkte, Steckenpferde, wenn man so will, politische Ideengeschichte und auch Geschichte des Totalitarismus. Okay. Systemvergleich. Und auch ein Schwerpunkt auf der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Der Bonner Lehrstuhl ist prädestiniert dafür, weil man auch symbolträchtig am Gründungsort der Bundesrepublik 1949 wollte man dieses relativ junge Fach, es wurde erst in den 30er, 20er Jahren etabliert in Deutschland, wollte man ein Aufbruchssignal aussenden und hat deswegen gerade in Bonn die politische Wissenschaft stark gefördert. Mhm. Früher war der Austausch zwischen etablierten Wissenschaftsapparat und Politik, gerade in Bonn, war das natürlich noch 1:1. Mhm. Kann man heute noch ab und zu beobachten, wenn der Parlamentssender Phoenix wissenschaftliche Kommentare erhalten möchte, bedient sich dieser Sender vornehmlich beim Lehrstuhl für politische Wissenschaft in Bonn, okay, quasi vor der Haustür. Das ist ja also der Standortvorteil. Ja. Also ein Aufbruchssignal wäre ja auch gewesen Schwarz-Grün, um nochmal zu meiner Frage zurückzukommen. Mhm. Warum wird da nicht mehr drüber gesprochen? Oder vielleicht waren sie wirklich zu weit auseinander, aber ich für meinen Teil als umweltbewusst denkender Mensch, der die Grünen auch nach ihrem Wahldebakel, wo sie sich auch in der Mitte positioniert haben und natürlich gemerkt haben, okay, da haben sie keine Stimmen zu gewinnen. Ich habe sie schon immer im Umweltbereich gesehen und Energiebereich. Und das wäre doch mal eine spannende Sache gewesen, Schwarz-Grün, oder? Schwarz-Grün ist die neue Kombination bei Europawahlen, mhm, und in den Ländern. Mhm. Man kann das schön beobachten an Städten wie Tübingen oder Freiburg, wo es, wie es mir scheint, zu einer neuen Symbiose kommt des alten Bürgertums. Mhm. Es gibt viele ökologisch Enttäuschte, die den Grünen auch den Rücken zuwenden, weil sie mehr und mehr eben diese Symbiose beobachten, dass die Räume, die freigemacht werden durch die klassischen Liberalen, durch die FDP, durch die neuen grünen Liberalen besetzt werden. Die CDU als Wirtschaftspartei, die sich ja in den letzten 30 Jahren ideologisch-programmatisch entkernt hat, passt gut dazu. Das ist also das neue Bürgertum, wenn man das soziologisch, mhm, verorten möchte. Nur eines, die Neuausrichtung der CDU in Nordrhein-Westfalen unter Jürgen Rittgers hat sich auch ganz moderner amerikanischer Politikberatungsinstrumente bedient, und zwar auch unter anderem der bekannten Unternehmensberatungen. Und McKinsey ist ja da ein großer Player, und die haben der CDU Nordrhein-Westfalen geraten, sich auch von dem christlichen Erbe zu trennen und das C für christlich mehr zur Care-Partei, einer urbanen, von der Verpflichtung gegenüber dem ländlichen Raum, so wie es sich noch in Baden-Württemberg und Bayern mit entsprechenden Ministerien auch administrativ ausdrückt, zu trennen. In Nordrhein-Westfalen ist man sich also bewusst, dass man, wenn man heutzutage in einem Fünf-Parteien-System immer um die 30% erringen will und dann mit jedem koalieren kann, dass man diese neuen urbanen Wählerschichten, die im Übrigen zumindest für das grüne Wählerklientel viel treuer sind, weniger wechselhaft im Wahlverhalten, wie man weiß, kann man da eine neue Partei schmieden, aber nicht mehr so verstanden, dass man sagt, dass die Parteigrenze eine strikte Grenze ist, weil durch diese Allkoalitionsoption, wie wir sie immer sehen, obwohl es 2 Wochen vor der Wahl natürlich von allen Beteiligten abgestritten wird, mhm, immer wieder gezogen wird, und dann denkt man an langfristige Kooperation. Schönstes Beispiel personalisiert ist ja die Karriere von Joschka Fischer, mhm, der ja mit Ökologie eigentlich wenig zu tun hat, wenn man seinen Lebenslauf genau betrachtet. Er kommt ja aus den K-Gruppen und aus den marxistischen Kreisen. Er hatte ja seinerzeit nur entdeckt, zusammen mit Jürgen Trittin und den anderen Startbahn-Westkämpfern, dass Ökologie eigentlich gar nicht ihr ureigenstes Thema ist, sondern ein gutes Vehikel, weil man sah, dass man in den klassischen Kaderparteien
Westdeutscher Kommunistischer Bund oder DKP und den anderen Splittergruppen aus dem ganz linken Lager zu nichts mehr bringen wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Das hat er gut ausgenutzt. Mhm. Und zweitens, Ökologie. Man kann sich die Auszehrung der Grünen Partei nach Köpfen, angefangen der 80er Jahre Gründungsgeneration, kann man das gut nachvollziehen, welchen Stellenwert Ökologie eigentlich hat. Man denke nur an Herbert Gruhl, den Mitgründer, oder Rolf Stolz, oder auch die spät enttäuschte Jutta von Ditfurth, oder die sich heute Jutta Ditfurth nennt und die in Frankfurt ja im Stadtrat eine linke Splitterpartei mitgegründet hat, die sich ja auch in den uns allen bekannten Talkshows davon distanziert hat und Fischer und Trittin eine große Heuchelei vorwirft. Okay. So, und warum ist jetzt da kein echtes Gespräch zustande gekommen zwischen CDU und den Grünen? Warum hat man da kurz gefühlt und dann die Fühler eingezogen? Das ist eine gute Frage. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen ratlos. Mhm. So wie es heute für mich aussieht, ist es wohl so, dass es einen heimlichen Pakt gibt zwischen den beiden großen etatistischen Parteien, CDU und SPD, hinsichtlich der Ausgabenfreude. Das soll ja auch das Wort etatistische Partei andeuten. Als in den 70er Jahren, aus der Erfahrung heraus, der ersten großen Koalition heraus, klar wurde, dass das klassische bürgerliche Milieu sich in Zukunft immer mehr verabschieden wird, hat die CDU auch einen Schwenk gehabt in der Wirtschaftspolitik. Man hat gesehen, dass man den Umverteilungsstaat als Thema auch für sich besetzen muss, wenn man als große Volkspartei im Konzert noch mitspielen möchte. Okay. Peter Sloterdijk hat das ausgedrückt in einem seiner Bücher, in dem er gesagt hat, eine andere Konstruktion für eine Partei als eine sozialdemokratische ist heute eigentlich gar nicht mehr denkbar. Mhm. Die neuesten Pressekonferenzen haben gezeigt, dass man allen Beteuerungen zum Trotz, auch aufgrund der Tatsache, dass die Steuereinnahmen in diesem Fiskaljahr so hoch sind wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, auf eine ernsthafte Steuerreduzierung verzichtet. Man will also von Schwarzen und von Roten den vollen Zugriff auf Säckel haben und noch mehr Segnungen verteilen. Und das ist der einfachste Weg, wie man Politik machen kann. Umverteilung. Und ich schätze, dass die Grünen dort eine gewisse Reserve hatten. Zeigt auch ein bisschen die Nähe zu dem Wählerklientel, weil, was ich vorher ausgeführt habe, dass man die gelben Positionen mitbesetzen möchte. Ja. Man sagt das zwar nicht so offen, weil man sich natürlich aus Profilierungsgründen ganz klar abtrennen möchte, aber ich glaube nicht. Man kann das gut verfolgen an dem Schicksal des ehemaligen grünen Mitgliedes Metzger, des Haushaltsexperten, der den Grünen auch ins Gewissen gesprochen hatte, nicht den Weg in den Schuldenstaat mitzugehen. Und ich denke, da gab es eventuell einige Vorbehalte bei den Grünen. Aber das ist jetzt nur eine Ad-hoc-Prognose. Ja. Wie hattest denn du vor der Wahl für dich gerechnet? Also ich für meinen Teil bin ja immer ein bisschen abgefahren und visionär und dachte, hey, vielleicht geht so ein Ruck durchs Volk. Gut, es ging ein Ruck durchs Volk Richtung CDU. Aber ich dachte, vielleicht packt es die AfD, vielleicht packen es die Piraten. Und vielleicht sehen wir irgendwas magenta, also sprich links, ja, oder richtig rot, links, grün, Piraten, AfD, irgend so eine klein zusammengewürfelte Koalition, habe ich mal formuliert. Ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen und ich gesagt habe, hey, vielleicht wäre das ja eine Option, wenn es die anderen nicht packen. Und klar, die große Koalition ist dann immer die Notlösung, so habe ich immer das Gefühl. Und jetzt kommt sie wieder. Wir hatten es ja erst. Was war deine Hoffnung vor der Wahl? Oder mit was hast du gerechnet? Hast du mit einer großen Koalition gerechnet? Im Zweifelsfall ja, weil ich den Beteuerungen, dass man nicht koalieren möchte, aus der Erfahrung der letzten Wahlkämpfe, ich bin jetzt Mitte 30 und
seit meinem 16. Lebensjahr politisch interessiert, also immerhin auch schon 20 Jahre, hatte ich diesen Beteuerungen nichts zugemessen. Wenn ich mir die Köpfe angucke, Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel, Angela Merkel selber, die gar nicht im Übrigen groß in Erscheinung getreten ist, da machte ich mir keine großen Hoffnungen. Also das wurde schon bei anderen Wahlen immer massiv abgestritten. Womit ich gerechnet hatte, aufgrund der innerparteilichen Entwicklung nach dem Rücktritt und den Querelen um Bernd Schlömer bei der Piratenpartei und auch den kleinen Auseinandersetzungen um den Bandana tragenden Mitstreiter aus der Piratenpartei, dessen Namen ich vergessen habe, war die Piratenpartei eigentlich mehr mit sich selber beschäftigt. Und die Titulierung, die griffige, natürlich aus Abwehr der Konkurrenz gegeben, aber durchaus treffende Titulierung von Guido Westerwelle hat, glaube ich, für meinen Geschmack schon zugetroffen. Die Piratenpartei als Linkspartei mit Internetanschluss hat in dem klassischen programmatischen Kampffeld eigentlich nichts Neues geboten, außer dass man Durchgriff haben möchte mit den Totalforderungen nach der Breitbandversorgung und auch interessanterweise auf diesem Wege eine Aushebelung des Urheberrechts. Und da steht natürlich dann die Verlagsindustrie und alle geistig Schaffenden stehen da auf der Matte. Und sie hatten auch keine Unterstützung im Feuilleton und auch in den Plauderrunden am Abend. Denn selbst Rüdiger Safranski, dem ja nicht nahe zu legen ist, dass er wohl auch vom rechten Flügel der Gesellschaft stammt, hat dann auch gesagt, wenn er dann so ein Buch schreibt über Schiller oder über Schopenhauer, dann möchte er natürlich auch sein Honorar bekommen. Und deswegen war auch in diesem Milieu, um die es da ging, war da auch nichts zu holen. Aber wie ist denn das prinzipiell? Leon? Ja? Hast du mir mal einen Zettel und was zu schreiben, bitte? Wie ist denn das prinzipiell? Muss denn, und ich finde, dass man die Piratenpartei da auch ganz bewusst vielleicht ein bisschen zersetzt hat von außen, weil man immer gefordert hat, hey, okay, ihr habt euer Schwerpunktthema, aber ihr müsst halt, wenn ihr irgendwie eine richtige Partei sein wollt, müsst ihr euch halt auf mehreren Gebieten auskennen. Aber wenn ich jetzt wieder an die Grünen denke, kann es nicht sein, dass wir auch einfach mal Spezialistenparteien haben, die dann miteinander arbeiten und die auch ein gewisses Vertrauen ineinander hineinstecken, wenn ich jetzt an den Gemeinderat denke zum Beispiel, da muss ja auch nicht, da hat jeder seine individuelle Expertise und ist sein Experte auf seinem Gebiet und hat dann, wenn ihm die Expertise dargelegt wird, trotzdem eine Vernunftbegabung und zu sagen, okay, ich vertraue dir jetzt, was du da mir als Expertise darlegst. Ich danke dir größer und das. Perfekt. Also ist es nicht sogar vielleicht ein bewusster Angriff gewesen, zu sagen, hey, das schaffen die eh nicht, sich breit aufzustellen, dafür haben die weder das Personal noch intern eher die Kapazitäten und die Möglichkeiten und die haben das mitgemacht und sind deshalb vielleicht abgekommen, statt dass sie gesagt haben, okay, dann haben wir halt nur drei Themen. Na gut, also zur Presse und zur medialen Darstellung, wie läuft das Spiel? Blut lecken sie natürlich alle, wenn ein neuer Teilnehmer auf dem Markt erscheint. Man erinnert sich ja noch an die Presseumschreibungen, als die Piratenpartei neu war. Da war der gleiche Effekt, den du beschrieben hast, mit Zersetzung nur unter anderen Vorzeichen, indem man sie hochgeschrieben hat. Und genauso wie man eine Kraft hochschreiben kann, kann man sie natürlich auch wieder runterschreiben. Ja. Das ist dieses 0-100-System im Facebook-Zeitalter, gefällt mir nicht. Ja. Was sie nicht geschafft haben, ist, denke ich, schon auch durch den Gebrauch des von ihnen gepriesenen Mediums, Twitter und so, nun auch wirklich die kleinsten Petitessen zum Diskussionsgegenstand zu machen. Und dann kommen natürlich die etablierten Politprofis, die natürlich auch solche Gefechte untereinander ausfechten. Man erinnert sich an den verschmitzten Blick von Frau Merkel und Frau Schawan auf das Handy, als die Nachricht vermutlich wohl von dem Rücktritt Gutenbergs auf dem Display wohl erschien. Das wird natürlich auch ausgefochten, aber Angela Merkel oder Annette Schawan dann vielleicht ein bisschen intelligenter, in Anführungszeichen, das nicht nur in den Vordergrund zu schieben. Bei der Piratenpartei wurde ja nun wirklich alles öffentlich gemacht. Das wird natürlich ausgeschlachtet.
Denn Berichterstattung, auch im Politikbereich, nähert sich ja, verschmilzt ja immer mehr mit den beiden Genres Sportberichterstattung und Boulevard. Das wird ja immer unzertrennlicher. Und das war schon ein Darstellungsproblem. Die andere Frage, die du in den Raum geworfen hattest mit den Ein-Themen-Parteien, da gibt es eine ganze kilometerlange Spezialliteratur als Unterabteilung Politikwissenschaften. Mhm. Die Antwort lautet nein. Empirisch ist es so, dass Ein-Themen-Parteien on the long run alle geplättet werden. Mhm. Spätestens, wenn man auf Landes- oder Bundesebene dort mitreden möchte, muss man auch, ob man nun tatsächlich Ahnung hat oder nicht, einen Vertreter für diesen Gesellschaftsbereich benennen können. Mhm. Denn das Politikbetriebe, was wir sehen, heute Journal und Talkshows, bildet ja nicht das ab, was im Hintergrund läuft. Man überlege sich mal, wie viele Menschen in Brüssel für die EU arbeiten. Es sind da von mehreren 10.000 Beamten die Rede. Das politische Berlin. Es gibt Verbände, die machen jeden Tag eine Pressekonferenz. Das wird nie im Fernsehen gesendet, weil das eine Pressekonferenz nur für den Fachbereich ist. Mhm. Und das will auch bedient werden. Und wenn man da keinen Ansprechpartner hat, dann ist man weg. Das ist auch mal klar. Also Ein-Themen-Parteien haben sich erledigt. Im Übrigen keine neue Entwicklung. In Weimar war es auch so. Man hatte aus dem Kaiserreich, Genese der Parteien, die sogenannten Honoration-Parteien. In diesem Bereich ist auch dann zum Beispiel die Schwächung des politischen Liberalismus hervorgegangen. Man hat sich in den 20er-Jahren in Weimar noch den Luxus einer Unterscheidung von Rechts- und Linksliberalen geleistet. Mhm. Und das ist gnadenlos von den Massenparteien ausgenutzt worden. Sowohl die große klassische Sozialdemokratie als auch die Kommunisten, als auch die Nationalsozialisten haben natürlich versucht, Massenbewegungen aufzustellen, weil natürlich immer die Machtarithmetik 50% plus eine Stimme, das ist natürlich unser letztes Dogma, das ist das letzte Heil der westlichen Demokratien. Folgerichtig ist es so, dass man Ecken und Kanten abschleifen muss, um dann wirklich auch über die Hürde zu springen. Die letzten Wahlergebnisse 4,8% für die FDP und 4,7% für AfD, das sind, man möge mich korrigieren, so glaube ich, so um die 600.000 Stimmen. Wie würde das wohl aussehen, wenn ausgerechnet die noch wählen gegangen wären oder sich nicht verzettelt hätten auf die Splitterparteien, die dann immer in dem grauen Balken andere stattfinden. Man hat ja sich zerfleischt beim Kampf um den vierten oder fünften Platz. Und da ist Potenzial da. Und wenn da 0,4 Prozentpunkte bei dem einen oder anderen mitgeblieben wären, wie würde jetzt der Bundestag aussehen? Die Diskussion über eine schwarz-grüne Annäherung wäre wohl mit einer FDP im Bundestag gar nicht da. Ja. Und man würde so tun, als ob das auch nie zur Disposition gestanden hätte. Genau. Also es entscheidet sich erst um 18 Uhr mit dem berühmten Gongschlag in der Elefantenrunde und vorher tut sich gar nichts. Okay. Bevor wir noch, du hast ja ein paar interessante Sachen gesagt, aber bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch, was erwartet uns jetzt mit Schwarz-Rot? Die werden den Kurs, also sie haben so viel Geld wie nie zuvor, sie werden die Umverteilung weiter bewerkstelligen, sie werden neue Gesetze machen mit Sicherheit, ob es Mount gibt oder nicht, ist eigentlich gerade Pustekuchen, aber was erwartet uns? Also ich meine, wir zwei haben auch schon darüber geredet und vielleicht kommen wir dann doch einfach schon ein Stück weiter, was erwartet uns. Vielleicht wissen die es nämlich selber nicht, was uns erwartet in den nächsten 4 Jahren. Ja, das wird ja auch kolportiert. Arnulf Baring, der Geschichtsprofessor, hat ja auch in einer dieser Runden, ich glaube es war bei Maischberger, gesagt, es hat ja gar keine Politik stattgefunden. Es war Wahlkampf. Mhm. Und der Wahlkampf hat sich streckenweise auch darin erschöpft, ich habe es vorher schon angedeutet, mit der Annäherung der Berichterstattungsgenres, ganz im Sportschaustil hat man analysiert, wie jetzt die einzelnen Tabellenstände, die einzelnen Clubs, Vulgo-Parteien, denn nun wirklich mit wem besser spielen würden. Sollte man den in den Vordergrund stellen, sollte man den Bosbach wieder ein bisschen in den Hintergrund schieben oder andere Player. Es hat in der Politik nicht stattgefunden. Hat denn Angela Merkel mit einem Wort gesagt, wie es nun weitergeht, außer den Plattitüden, wir brauchen ein starkes Europa,
Man hat das Volk beruhigt. Ich habe die Wahlplakate gesehen. Solide Finanzen. Wolfgang Schäuble und solide Finanzen. Alle Welt weiß seit Jahren, dass wir in einer tiefen Euro-Krise stecken. Und dann hat man die Chuzpe, solche orangen Plakate zu bedrucken. Und das ist wohl auch offensichtlich. Und das ist dann der Umkehrschluss. Das ist wohl das, was dann auch gut ankommt. Den Eindruck zu erwecken, dass alles Sicherheit ruhig bleiben soll. Und ich sage, also meine persönliche Meinung ist, es wird alles kommen, bloß kein Politikwechsel. Es wird jetzt ein bisschen, es werden ein paar Leute gehen müssen und es werden auch ein paar Leute bleiben, obwohl sie eigentlich aus dem Bundestag ausziehen müssten. Man hat das jetzt gesehen in der kleinen Meldung, die parlamentarischen Staatssekretäre, die beim Wahlwechsel eigentlich sofort rausfahren, hat man gleich eine Übergangslösung gefunden, habe ich jetzt in der Zeitung gelesen. Mhm. Also nicht mal das, was man aus Washington kennt, wenn die eine Partei die andere ablöst, dass dann die großen Wagenkolonnen durch Washington mit den Mittelklasse-Autos, wo dann die Office-Kartons sind mit den Unterlagen, wo man dann sofort eine neue Bewerbung schreibt. Das findet in Deutschland nicht statt. Und das ist es auch. Vollkasko-Mentalität, Versorgungsstaat, Politikwechsel in dem Sinne ist nicht zu erwarten. Dazu hat man sich auch in einem überparteilichen Pakt genug gegenseitig wie in der Wagenburg auch abgesichert. Und das kristallisiert sich dann halt auch heraus, auch an den persönlichen Schicksalen einer Claudia Roth, die dann in der Partei dafür für den Stimmverlust verantwortlich gemacht wurde, aber dann überleitet in das Altersgnadenamt als Bundestagsvizepräsident, wird ja gewählt von den Etablierten. Da ist dann nicht mal die kalte Schulter, wo man sagt, naja, ihr habt jetzt nur noch 8%, jetzt werdet ihr auch sichtbar bei so einer Besetzung abgewatscht. Das findet nicht statt. Also das ist wohl ein großes Kartell, so wie es mir scheint. Mhm. Und das lässt keinen Politikwechsel erwarten. Okay. Und jetzt haben wir eine stabile Zeit. Wir haben die Euro-Krise quasi überwunden. Ich habe heute irgendwo in den Nachrichten auch gehört, auch im Deutschlandfunk, dass auch die USA sich sicher ist, die Wirtschaftskrise überwunden zu haben. Ich frage mich manchmal, wie die da drauf kommen. Ich meine, letzte Woche waren sie noch zahlungsunfähig und jetzt haben sie die Krise überwunden. Also irgendwie werde ich ganz offensichtlich angelogen. So habe ich das persönliche Gefühl. Und du sagst ja auch, das, was da in der Presse läuft, bildet das nicht ab, was Politik im Hintergrund läuft. So. Es ist nicht alles öffentlich, was im Hintergrund passiert. Und dann hatten wir es davon mal angenommen, dieses Szenario. Ich weiß gar nicht mehr, du hast es, glaube ich, sogar betitelt, dass es da auch einen Fachbegriff dafür gibt, ist aber auch egal. Dieses Szenario, angenommen, man wüsste, morgen ginge die Welt oder in einem Jahr ginge die Welt unter. Es wird uns ja keiner sagen. Ja, es hat mit Verschwörungstheorie überhaupt nichts zu tun, sondern einfach angenommen, es gäbe ein Szenario, dass man wüsste, ein Asteroid oder sonstiges. So, und man ist sich hundertprozentig sicher. Ja, dann, und man würde uns ja nicht informieren, um möglichst lange das System noch am Laufen zu halten. Das heißt, selbst wenn irgendwas im Argen wäre, es würde uns ja keiner sagen. Und das ist vielleicht genau das gleiche Problem wie mit diesen Splitterparteien. Ich habe halt das Gefühl, dass in den Fraktionen, wenn da diskutiert wird, was alles nicht öffentlich ist, ja, zumindest auf der Stadtratsebene dann, dass da die wahre Politik gemacht wird und dass da dann beschlossen wird, wie man den Bürger möglichst schützt. Aber vor was will man mich denn schützen? Ich finde, wir leben im Informationszeitalter, im Kommunikationszeitalter und man sollte den Menschen wieder mehr zumuten. Man sollte denen zumuten, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen. Also wie kann ich Engagement und Selbstverantwortung verlangen, aber das will man ja gar nicht, wenn ich auf der anderen Seite mich nicht dazu befähige. Also warum agieren oder ist vielleicht die falsche Frage, so, es muss auch gar keine Frage sein, sondern es ist einfach mein Standpunkt. Also A, ja, egal was ist, es ist anders als das, was uns gesagt wird. Das ist meine Wahrnehmung. Ja, das sind jetzt mehrere Ansatzpunkte. Man muss sich ja schon bewusst machen, denke ich, was Parlamentarismus und Politik eigentlich bedeutet. Okay, dann klär mich auf. Parlamentarismus ist ja die institutionalisierte ewige Debatte. Mhm. Man ist zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Moderne im 19. Jahrhundert
in Griechenland schon im Altertum dazu gekommen, dass man sagt, dass es wohl für bestimmte Grundanschauungen nicht die letzte Wahrheit gibt und deswegen gründen sich Parteien. Woher kommt das Wort Partei? Von pars partes, also im Lateinischen der Teil. Das heißt, eine Teilwahrheit wird stärker gewichtet als andere Wahrheiten. Wer sollte das entscheiden? Mhm. Ein berühmter Rechtsprofessor hat mal gesagt, die Wahrheit wurde einmal offenbart und alles andere, was dann kommt, ist ein Konstrukt. Mhm. Alle Rechtssysteme können konstruiert werden und bilden mehr oder weniger das Gemeinwesen, aus dem es stammt, ab. Das heißt in der Realität, dass natürlich über Grundfragen bis zu einem gewissen Grad gar kein Grundeinverständnis zustande kommen kann. Und deswegen ist es naiv zu sagen, dass ein gewisses Harmoniebedürfnis doch im Bundestag vorherrschen solle. Es ist ja ein Streitort und ein Debattenort. Wenn wir Harmonie hätten, dann wäre es so wie in der Krolloper oder in Zeiten anderer Diktatoren, wo dann 100% abgestimmt wird. Sind die gleichen Leute, die das bekritteln, würden dann auch drüber lachen und sagen, ja, wie denn DDR, 99%. Also das muss man aushalten, das ist, weiß auch jeder aus seinem nicht politischen Umfeld, das ist nicht das Problem. Das andere, die Fraktionssitzung, nicht öffentlich. Weil da hatte ja wohl die Piraten den Ansatz, alles öffentlich zu machen. Dafür haben sie sich ja stark gemacht, ja, dass eine Debatte wirklich im Netz stattfindet, wo sich jeder beteiligen kann. Ja. Aber irgendwann ist auch die Erwartung, ich meine, wir haben ja eine Demokratie delegiert. Wir haben den Abgeordneten, ob das nun gut ist oder nicht, darüber gibt es auch kilometerweise Literatur. Man hat sich auf diesen Modus entschieden und besonders... Wann und wer? Weil ich habe das für mich nie entschieden, dass ich nicht selber spreche. Das ist natürlich, das ist ein guter Einwand. Man hat es... Delegierte gab es schon zu alten Zeiten. Man erinnere sich an Gremien wie den Senat, wobei natürlich die Delegierung aus einer Oberschicht die Teile ihrer Schicht delegieren. Also man kann dieses Wort natürlich auch als Euphemismus verwenden. Aber wir haben in Deutschland ist die historische Tradition durch den Reichstag. Wir haben Reichstagswahlen schon im Kaiserreich. Wir haben ja im Kaiserreich eine konstitutionelle Monarchie gehabt, die ja auch ab 1900 das bürgerliche Gesetzbuch, das ja alle Regierungsformen überlebt hat. Die Verfassungen wurden geändert. Aber das bürgerliche Gesetzbuch als das Reglementarium, das die unmittelbaren Beziehungen zueinander übt, hat ja alle Systeme überlebt, das nur mal nebenbei bemerkt. Woher kommt das? Wir sind wohl schon so aufgewachsen und es gibt auch viele Kräfte in Deutschland, die sagen, das ist schon gut so aufgrund der historischen Erfahrung. Und das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, solange die demokratischen Parteien, die etablierten, das in der Hand haben, sagt man natürlich, ist der Weisheit letzter Schluss. Solange aber andere Kräfte, wie das ja in der Geschichte nun mal war, die extremer sind, ob es von rechts oder von links ist, dann sagt man dann auf einmal, das ist das Volk, dem Volk kann man nicht alles zutrauen. Das heißt, ich wähle jemanden, damit er mir nicht alles sagen muss, weil er ja für mich entscheidet. Ich habe ihn ja gewählt dafür, dass er mich für mich entscheidet. Ja, und dementsprechend brauche ich gar nicht alles zu wissen und ich soll quasi obrigkeitshörig im Sinne nicht von einer Monarchie sein, sondern in Form von einer gewählten Vertretung. Es ist doch merkwürdig zu beobachten, dass sobald die nun in der Bundesrepublik seit 60 Jahren vorherrschen, die sogenannten etablierten Parteien, immer dann Einschränkungen vornehmen wollen, wenn sie Prozente verloren haben. Auf der einen Seite hört man bei den Sonntagsreden immer gern und fordert auch auf, wohlwissend, dass man es eigentlich gar nicht haben möchte, zu mehr Beteiligung einmischen und so weiter. Aber wenn es aus einer Ecke kommt, die vielleicht ideengeschichtlich nicht den Mainstream abbildet, dann ist sofort die Karte vom Stammtisch da. Was gibt es denn urdemokratischer als den Stammtisch, wo wirklich der Bürger miteinander spricht?
Im bayerischen Fernsehen wird sonntags zelebriert. Da gibt man das als besonderen Ausweis der Libertas Bavariae aus, wo der Fokusredakteur Helmut Markwort den kernigen Außenseiter Peter Gauweiler, den SPD-Bürgermeister Ude und noch eine Abgeordnete von den Grünen heranzieht, um dieses bayerische Lebensgefühl des Miteinander oder dieser Einheit in Vielfalt zelebriert. Würde man vermutlich von einem Stammtisch in Ostmecklenburg, wo vielleicht 10% Leute von der NPD mit am Tisch sitzen, die vielleicht sogar noch integriert sind im Gemeinschaftsleben, würde man das nicht sagen. Da würde man dann die Nase rümpfen und sagen, das ist, da ist jetzt die Linie überschritten. Also das ist ambivalent. Und da muss man sich selber entscheiden und ehrlich mit sich selber sein, wie weit man das haben möchte. Aber habe ich diese Entscheidungsmöglichkeit denn überhaupt? Ich habe ja nur meine Vertreter. Nein, im persönlichen Gespräch. Ja, das auf jeden Fall. Aber nicht nein, so klar ist das. Hast du schon mal probiert, einen Politiker mal im persönlichen Gespräch mitzuteilen, was deine wahre Meinung ist? Ja. Also ich lande in der Regel dann immer nur im Hintertreffen und schaffe es nicht mehr, mich zu artikulieren, weil ich mir dann den Zug in die andere Richtung anhören muss, warum das dann alles so gut ist, wie es ist. Ja, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch die Frage, inwieweit man rhetorisch geschult ist. Also ich glaube nicht, dass es da um Inhalte geht. Das heißt, ich muss gegen meinen eigenen Vertreter erstmal rhetorisch gewappnet sein, um ihm mitteilen zu können, wo mein Schuh drückt. Ja, die machen sich es natürlich auch leicht. Man kennt ja in Deutschland die Metapher vom Besenstiel, die man in bestimmten Wahlkreisen aufstellen kann, hauptsache ja die richtige Färbung. Da muss man sich ja dann selber fragen, sowohl die Leute, die die Stimme haben wollen, als auch diejenigen, die sie halt auch leichtfertig abgeben. Man sieht das jetzt an der Bundestagswahl. Gesteigerte Wahlbeteiligung. Ab und zu, ja, aber was, wie ist es ausgegangen? Die stärkste Partei nach den Bundestagswahlen ist die CDU. Kann man von halten, was man will. Sie war es im Übrigen auch bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg. Aber da kam der Koalitionsjoker, da hat auch keiner von gesprochen. Die Presse hatte gleich getitelt, Kretschmann stärkster Mann. Mhm. Und da schlägt eigentlich, dass die CDU stärkste Kraft geblieben ist, aber aufgrund der Arithmetik nicht zum Zuge kommt. Wir haben freien Zugang zum Internet. Bei bestimmten Reizthemen wird das auch wahrgenommen. Wir haben auch den Zugriff auf einen unglaublichen Fundus an Literatur und Expertise. Aber das wäre etwas, wo man sich halt selbst ermächtigen würde. Und in dem Kontext ist halt meine persönliche Schlussfolgerung schon vor 15 Jahren gewesen, dass die Tagesschau und das Heute-Journal zwei Anstalten, die mit mittlerweile, ich glaube, 14 Milliarden Euro gestützt werden, jedes Jahr nicht mehr meine erste Informationsquelle ist. Und da hat das Internet tatsächlich eine Revolution gebracht, weil man da wirklich einen Parfumsritt machen kann, durch wirklich alle Splittergruppen aller Couleur. Und da kann man sich natürlich dann schon sein Informationsdefizit kann man da schon bereinigen. Also die Möglichkeit ist schon jedermann gegeben. Okay. Also ich möchte ja auch nicht sagen, dass der Bürger gar keine Möglichkeit hat. Ich meine, wir selbst, du warst ja dabei, sind ja aktuell dabei, in Endingen eine neue Endinger Bürgerbeteiligung ins Leben zu rufen, und wo dann schon gleich geschrien wird, da wieder eine neue Partei, war vielleicht auch der erste Impuls, aber letztlich geht es uns wirklich genau um das, wie sich das heißt, neue Endinger Bürgerbeteiligung, also wie kann man Instrumente entwickeln, dass sich der Bürger A wieder mehr beteiligt, also Aufruf Richtung Bürger, und auf der anderen Seite Aufruf Richtung Verwaltung und Stadträte, dass sie die Bürger auch hören, weil sonst entsteht da gegenseitiger Frust, und es gab wohl auch schon Arbeitskreise und dann wurden deren Ergebnisse nicht ernst genommen oder sie wurden halt in keinster Weise nur annähernd umgesetzt, und damit ist dann Frust entstanden und dann ist nur ein einziger Arbeitskreis geblieben, der dann wohl auch wieder aufgrund von personellen Situationen halt doch ernst genommen wird. Jetzt komme ich mit Professor Dr. Kruse, der schon 2006 oder 2007 in einem Petitionsausschuss vor dem Bundestag gesprochen hat und gesagt hat, die neuen Systeme, also ja,
die Beteiligung, die Retweet-Funktion, wie bei Twitter zum Beispiel, dass wir Netze haben, dass wir Kommunikationsformen haben, die dafür sorgen werden, dass wir einen starken Verbraucher, einen starken Mitarbeiter und einen starken Bürger bekommen. Und ich meine, es war dann auch die Zeit, in der, es war so ziemlich kurz darauf folgend, wo dann E-Petition im Netz entstanden ist, sodass jeder von uns eigentlich die Möglichkeit hat, direkt Petitionen einzureichen und dann über Facebook oder sonstiges eben, also ein soziales Netzwerk des Bundestages und dann über seine eigenen sozialen Netze quasi Mitinformierte oder Mitinteressierte finden kann, die dann diese Petition unterzeichnen. Und ich meine, ab 1000 Stimmen, also das ist wieder Hörensagen, kann jeder nachlesen auf E-Petition, einfach in Google eingeben oder an einer sonstigen Suchmaschine, dann diese Petition auch im Bundestag besprochen werden muss oder zumindest in den Petitionsausschuss kommt. Somit haben wir schon solche direkten Beteiligungsinstrumente auf Bundestagsebene oder auf Bundesebene. Und ich meine, zu einer öffentlichen Gemeinderatssitzung kann ja jeder hingehen und kann da in der Fragestunde einfach seine Frage stellen. Wie siehst du das? Was ist so deine Einschätzung? Ist es eine Randerscheinung? Sind es die üblichen 5% und gehört man da jetzt als Interessierter und Engagierter zu den üblichen 5%, die sich eh interessiert und engagiert? Oder ist es wirklich so, wie Professor Kruse sagt, dass wir anhand von Medien oder von neuen Medien, müsste man schon fast sagen, in ein neues Informationszeitalter kommen und dass vielleicht sich dann doch irgendwann mal an dieser Situation, wie die Piratenpartei das auch sagt, wir wollen alles in der Öffentlichkeit machen und wir müssen vielleicht halt an der Bildung anfangen, dass die Menschen erstmal gebildet und in der Lage sind, überhaupt sich zu beteiligen, was viele ja gar nicht sind, in der Lage, sich zu beteiligen. Also wird da was passieren anhand von einer neuen Informationstechnologie oder glaubst du, das wird in allen Tagen so weitergehen? Dass ich meine Stimme abgebe und dann ist sie weg. Ich meine, dieser Vorwurf wird ja für mich zumindest immer lauter. Es sind heute alle, die das sagen. Du gibst deine Stimme ab und dann ist sie halt weg. Und dann brauchst du aber auch nichts mehr sagen. Und jetzt wird halt in anderen Kreisen dazu aufgerufen, okay, wenn ihr zu McDonald's geht, um da einen bekannten alternativen KenFM zu zitieren, wenn ihr zu McDonald's geht, ja, und das Menü bezahlt und es dann nicht esst, ist es kein Protest, sondern es ist der Protest, ist, wenn ihr eben nicht zu McDonald's geht. Das heißt, ich darf eigentlich gar nicht zur Wahl gehen und ich muss zumindest ungültig wählen, wenn ich damit nicht zufrieden bin. Aber indem, dass ich halt meine Stimme doch abgebe, was ich jedes Mal mache, was ich als treuer Bürger immer mache, ist es halt doch eigentlich immer das kleinste Übel, das ich wähle für mich und nicht aber wirklich eine Alternative. Naja gut, eine kleine Revolution hat es ja schon gegeben mit Hilfe des Internets. Man denkt ja nur an den Konsumgüterbereich und die Verhaltensänderung beim Einkäufen. Amazon, eBay, also wenn es darum geht oder um die Vergleichsangebote der Hausratsversicherung, sind ja die Bundesbürger schon sehr fleißig. Das kann man ja an den Frequenzzahlen kann man das schon ablesen. Bei der Politik nicht, nur bei den großen Reizthemen. Also es gab ja zaghaften Protest gegen die Superverschuldung. Es gab auch Protest gegen die Wirtschaftskrise durch Blockupy und andere Organisationen. Aber die große Durchhaltefähigkeit war nicht gegeben und gerade in Deutschland, in Frankreich war das anders. Da gab es jetzt Themen wie zum Beispiel eine Gegenposition zur Einführung oder Legalisierung der Homo-Ehe. Das hat mehrere hunderttausend Menschen in Paris auf die Straßen gebracht. Und das wurde auch vornehmlich durch das Internet gesteuert. Warum das in Deutschland nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ob die Deutschen nach wie vor Obrigkeitshöriger sind, ich vermag es nicht zu beurteilen. Leon? Ja. Ich brauche einen neuen Kugelschreiber, der ist leider weiß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahlmüdigkeit wird ab und zu gebracht. Aber das spricht ja, da widerspricht ja die höhere Wahlbeteiligung. Was
Wie war der Referenzwert? Ich habe das nicht genau mitbekommen. Weil ich meine, es waren 4 oder 5, aber es ist auch wieder mein. Es waren ein paar Prozent, signifikant Prozentpunkte mehr. Mhm. Also auch in Bayern war es ja ganz extrem mehr. Und das war auch da wieder, Dankeschön, war auch da die, das Vorbild letztlich. Ne? Und ich weiß nicht, ob es die Bayern, die einen Landtag gewählt haben, einfach auch im Bundestag mehr gewählt haben. In vielen Ländern sind die Leute ja auf den Straßen. Spanien. Enorme Jugendarbeitslosigkeit, ja. 40%. In Griechenland natürlich, in anderen Ländern auch. Aber was natürlich ist bei diesen, wo man ein bisschen ideengeschichtlich in der Falle steckt, ist ja, man hat ja jetzt nun die beste aller Regierungsformen. Nach den leidvollen Erfahrungen der Diktaturen, der Abschaffung des Feudalismus etc. Und jetzt hat man... Gibt es auch in der Politikwissenschaft, gibt es dieses Bonmot von Churchill, das ja sinngemäß heißt, dass er glaubt, dass die Demokratie nicht die beste Regierungsform wäre, aber es fällt ihm keine bessere ein. Mhm. Und das ist jetzt ein Zustand, der jetzt seit 200, in manchen Ländern seit 150 Jahren oder bei uns mit Unterbrechung noch kürzer, erst vorherrscht, da gibt es kein Angebot. Und jeder, der an den Beteiligungsmodi was ändern möchte, wird sehr schnell weggedrängt. Ich weiß auch nicht, was da kommen soll oder was ich ändern sollte. Ich glaube, das Grundprinzip ist auch gar nicht das Problem, sondern die Art und Weise. Und wie man dann eben, also schau doch mal, was passiert ist. Man sagt, die Arm-Reich-Schere geht weiter auseinander. Mhm. Politik hat eigentlich die Aufgabe, das zu verhindern. Und sie tun es nicht. Oder die Zeit... Der Delay ist zu groß. Ja, irgendwie scheint die Schrauben an ihren Schräubchen, aber es nichts greift. Es geht weiter auseinander und sie müssen umverteilen. Aber sie wissen doch, dass das letztlich, wenn die Schere zu groß wird, dann gibt es wirklich Probleme. Ja. Ja. Ich sehe es auch so, dass die Grundform, sonst könnten wir jetzt nicht hier sitzen und einfach frei miteinander reden und das sogar auch publizieren, die Grundform ist schon in Ordnung. Aber die Art und Weise... Und irgendwie hat Gregor Gysi mich mal gepackt, als er gesagt hat, so, wir haben das Problem, dass wir, wenn wir so fest im Sattel sitzen, dass wir resistent für gute Ideen sind von unten und außen. Und daraufhin habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und habe natürlich keinen Response bekommen. Und dann habe ich nochmal nachgehakt. Weil ich hatte eine gute Idee. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich müsste mal im E-Mail schauen, was ich dem da geschrieben habe. Und dann kam wieder nichts. Also derjenige, der mir sagt, sie sind resistent, weil das und das passiert, die Großen, dann sind die resistent von unten und außen, der ist selber resistent von unten und außen. Für unten und außen. Ja, weiß man nicht, wie viele E-Mails er pro Tag bekommt. Ist mir schon klar. Aber was ich sagen will, ist einfach, dass er den Kern erkannt hat, dass er selber das aber auch nicht ändern kann. Und so ist eine Merkel, die, warum sagt sie nichts? Ja, weil sie sich alle Optionen offen lassen will. Ja, sie hält sich alle Optionen offen, um dann doch nochmal mit dem Strom, was ich ja gar nicht falsch finde, sie müsste es nur anders deklarieren. Ich meine, ich bin ja auch in der Lage, Fehler zuzugeben, das ist sie nicht, aber ich bin in der Lage, Fehler zuzugeben, damit ich meinen Weg korrigieren kann. Und ich finde, das ist eine Kultur, die wir neu erlernen müssen, dass wir sagen, ja, wir haben hier Fehler gemacht. Und jetzt korrigieren wir das, zack. Das ist für mich der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist für mich für die Zukunft, dass wir sagen, wo wir gerne wären in 50 Jahren, dass wir eine Innovation zulassen, einen Innovationsgedanken und nicht gleich das wieder runterbügeln und sagen, das ist illusorisch, das schaffen wir nie, sondern dass wir sagen, okay, das ist doch gut, wenn wir da wären, dass wir sagen, hey, wir beheben das mit der Arm-Reich-Schere wirklich. Ja? Und wir sagen, wir wollen wirklich den Mittelstand da und da hinbringen. Ja, dass wir Innovationsgedanken zulassen, dass wir sowas machen wie eine Zukunftswerkstatt, ja, mit allen Bürgern. Und mal fragen, Leute, wo, seid mal kreativ, denkt mal nicht nur an Sicherheit und dass morgen alles so ist wie gestern, weil es wird morgen nicht so sein wie gestern. Aber die Frage ist, wo wollt ihr sein und wie können wir das gemeinsam bewerkstelligen? Das System ist super, aber die Kommunikation stimmt nicht. Weiß ich nicht. Also... Wie gesagt, jetzt, was wir eingangs schon erläutert haben, jetzt wird die größte Summe Geldes, die in der Bundesrepublik zur Verfügung stand, nicht für den Schuldenabbau benutzt. Mhm. Weil manche sagen, Schuldenabbau, das interessiert uns nicht, wir leben hier und jetzt.
Und da gibt es halt gespaltene Meinung. Und es wird immer mehr Geld umverteilt. Aber wo kommt es an? Das ist die Frage. Mhm. Das ist ja auch die Sache, die bei diesen Superbürgschaften für Griechenland zum Tragen kommt. Auf der einen Seite wird man als Feind des europäischen Gedankens tituliert, wenn man das kritisiert. Auf der anderen Seite steigen die Missstände in Griechenland offenbar. So nach meinem Eindruck kommt das Geld also nicht beim Otto-Normalverbraucher in Griechenland an. Ja. Ja, da wird ja jetzt erstmal alles behoben, was in den letzten 30 Jahren falsch gelaufen ist. Und das kostet natürlich, weil bei uns wäre das auch passiert. Und jetzt schmeißt man halt die ganzen Überzähligen und Korrupten der letzten 30 Jahre auf einmal raus. Und dadurch ist das halt so hoch, so wird halt argumentiert. Ja, und das aber das müsste natürlich schon anders laufen. Ich meine, die Troika kriegt ja gerade einen auf den... Wird ja jetzt ihrerseits geprüft, habe ich in den Mainstream... Medien. Naja, es ist schon ein bisschen seltsam für mich, wenn Gewerkschaftsorganisationen und Erzkonservative bei der Frage der Euro-Subvention oder der Euro-Hilfen Hand in Hand im griechischen Parlament so oder so abstimmen. Da kann ja wohl was nicht stimmen nach der klassischen Machtmechanik. Sie haben natürlich ein griechischer Bürger, der mal im Interview von einem deutschen Kamerateam gefragt wurde, warum es denn so sei und warum jetzt denn die Deutschen, die ja wohl am meisten eingezahlt haben, als Sündenböcke ausgemacht worden wären, hat das wohl auf eine prägnante Formel gebracht, hat gesagt, aber sie kennen uns Griechen noch, sie wussten noch, wem sie das Geld geben. Jetzt wird es als Naturrecht angesehen. Warum soll 20 Jahre das griechische System, wo Tote Rente erhalten, oder Leute bis zu 14 Kinder angemeldet haben, warum sollen die sich jetzt auf einmal verabschieden davon? Und wenn man das jetzt kritisiert, ist natürlich auch der Einwand berechtigt, naja, aber angesichts der Summen, die Banken bekommen, ist es doch verzeihlich, wenn der kleine Grieche dann ein bisschen schummelt bei so einer Sache. Stimmt natürlich auch. Es scheint wohl ein Problem zu sein, dass sich die Regierung, die Klasse so eine Art Selbstermächtigungsgesetze geschaffen haben. Und ich möchte jetzt nicht diesen Begriff verwenden im Zusammenhang der Selbstermächtigung im Dritten Reich, sondern es ist eine Finanzermächtigung neuerer Tage. Es gibt ja diese Brandmauern, wie diese No-Bail-Out-Regel, die ja eingeführt wurde, um gewisse Wählerklientele nicht zuletzt in Deutschland zufriedenzustellen. Das war unter der Ägide von Helmut Kohl, gesagt hat, kein EU-Staat oder kein Euro-Staat kann für die Schulden des anderen eintreten, um genau das zu verhindern, was jetzt ist. Mhm. Aber wer kann das überhaupt erheben? Das sind die Regierungen, die haben sich ein Regierungsrecht geschaffen. Mhm. Wenn jetzt keine der beteiligten Politikpartner, die sich alle 2 oder 3 Wochen bei Krisenkonferenzen treffen, dort keiner die Klage erhebt und sagt, so, jetzt kommt diese Regel mal in Kraft, passiert auch nichts. Mhm. Das ist das Problem. Genau, es ist kein automatisches Gesetz. Oder die Überlegungen, die Fondsgelder in eine Kapitalgesellschaft nach luxemburgischem Privatrecht auszugliedern, wo versucht wurde, das in der Computertechnik würde man sagen, eine Blackbox zu packen, wo den Steuerbehörden Zugriff und Transparenzrechte verweigert werden sollten. Das wurde diskutiert bei Ministerkonferenzen. Um das Geld immer mehr dem demokratischen Kontrollrecht der Parlamente zu entziehen, hat ja der Bundestag auch versucht. Das ist ja natürlich ein großer Streit unter den Verfassungsrechtlern. Nicht zuletzt ist ja der Klage von Karl Albrecht Schachtschneider, Professor, zu verdanken, dass das Königsrecht der Parlamente, das ist ja das Haushaltsrecht, wer das Geld hat, hat die Macht, dass das abgegeben wurde hinsichtlich der Lissabon-Verträge. Karlsruhe hat dann wieder ein salomonisches Urteil gesprochen, in dem es gesagt hat, so geht's nicht, aber wir räumen euch eine Frist ein zum Nachbessern. Also die Kritik, die auch gegenüber dem Verfassungsgericht des Öfteren geäußert wird, dass das eine heimliche Ersatzlegislative ist, ist eigentlich schon, denke ich, berechtigt. Wie war die Pressekonferenz? Damals noch Steinmeier und Merkel in der letzten großen Koalition. Heute war ein guter Tag für die Demokratie. Mhm. Wer möchte da was dagegen sagen? Wenn man dann sagen würde, nein, das ist nicht so, dann würde man als Europa ein Demokratiefeind deklariert werden. Mhm. Und dann könnte man sich in keiner Talkshow blicken lassen. Also nochmal, nach einer verlorenen,
Also Sie haben eins über den Hut bekommen vom Verfassungsgericht und gehen raus und sagen, das ist ein guter Tag für die Demokratie. Ja, so ein Statement kommt dann. Man hat gerade einen Prozess verloren. Ja. Bezahlt sie nicht aus ihrer eigenen Tasche, genau wie irgendwelche Verwaltungsgerichtsverfahren, wo dann gesagt wird, hier haben wir einen, der hier unsere politische Landschaft ein bisschen durcheinander bringt. Irgendeinem Abteilungsleiter aus dem Innenministerium klagt du mal. Wie ist das Kräfteverhältnis? Mhm. Der Ministerialbeamte, der geht jeden Monat nach Hause und hat sein Salär sicher, aber der Privatmann, Kleingewerbetreibender, der muss sich dann abends nach seinem Erwerbstag dann noch mehrere Stunden über die Akten beugen. Sowas wird gemacht. Klar, die Prozesskosten zahlt der Steuerzahler, das ist ja mit einkalkuliert. Und ob dann der Prozess gewonnen wird oder verloren, das ist völlig egal. Die Stigmatisierung ist da und die Kosten können prima abgewälzt werden. Jetzt habe ich mir den Schäuble nochmal aufgeschrieben. Du hast dann vorhin schon mal so mit einem leicht negativen Touch erwähnt. Was treibt so einen Mann an? Wir hatten es schon mal davon, aber vielleicht jetzt einfach nochmal. Was treibt den Mann an? Nach welchen oberen Direktiven handelt er? Überhaupt Deutschland hat ja das eigentlich das Problem, gar keine eigene Verfassung zu haben. Also da geht ja gerade auch in der alternativen Presse ganz viel durch. Warum geht man das nicht an? Also irgendwie hat man das Gefühl, man will so ein Groß-Europa schaffen und bereitet alles darauf vor. Und ist mit welchem Hintergrund? Also wie positioniert sich da ein Schäuble oder eine Merkel vielleicht jetzt eher weniger? Da hatten wir es auch mal davon. Merkel ist halt mehr die Karrieristin, sondern also möchte einfach Karriere machen und zieht es halt durch. Ist eine knallharte Karrierefrau und ist halt ganz oben und jetzt muss es halt ja, irgendwie halten, solange es geht. Aber was ist mit Schäuble so? Warum, was treibt den an so? Warum ist der ist ja wirklich der Letzte aus der alten Riege. Ja, also laut FAZ wird er im neuen Bundestag derjenige sein, der mittlerweile am längsten im Bundestag ist. Mhm. Ich glaube, er ist seit den 70er Jahren mittlerweile dabei. Er ist der alte Kronprinz von Helmut Kohl. Mhm. Er hatte ja wohl, das kann man glaube ich schon sagen, nicht zu Unrecht darauf spekuliert, dass er ihn beerben würde. Ist dann aber in dem Machtkampf im Zusammenhang mit seinem Erbe glimpflich davongekommen und wurde ja von Angela Merkel ungeschoren gelassen. Der Preis war wohl, dass er sich dann in den entscheidenden Tagen auf ihre Seite werfen musste und seinen alten Mentor quasi ins schlechte Licht rücken musste mit dieser Parteispendenaffäre, wo er ja erwiesenermaßen die Unwahrheit gesagt hat. Er als Sündenbock musste dann damals die Schatzmeisterin Frau Baumeister ihren Hut nehmen, die nicht so gut etabliert war im Bonner Spiel und auch in der Partei offenbar. Und das war wohl der Preis, ist meine Ausdeutung. Er möchte das alte CDU-Erbe und auch das geistige Erbe Helmut Kohls durchbringen. Kohl war einer derjenigen, der in den 50er Jahren die Schlagbäume niedergerissen hatte. An der deutsch-französischen Grenze, kommt aus dem politischen Katholizismus, ist ja da auch in diesen katholisch-konservativen Kreisen in Rheinland-Pfalz groß geworden. Und das würde wo, und das muss durchgezogen werden, allen Widerständen zum Trotz. Das ist ein Europa der Institutionen, das ist ein Europa der Verbände und das ist ein Europa der Industrie und nicht zuletzt der deutschen Industrie. Da werden große Absatzmärkte gesichert. Was jetzt ein Dilemma ist, dass jetzt die Währung offenbar auf der Strecke bleibt. Der deutschen Firma, dem deutschen Konzern ist es egal, ob der Grieche, der Wohlhabende, der profitiert von diesen Bürgschaften, ob das Geld vom deutschen Steuerzahler erst nach Brüssel transferiert wurde, von Brüssel nach Athen und dann aus Athen heraus die Bestellung kommt. Wie der Kreislauf vorher war, das ist dem Großkonzern, der europaweit oder global aufgestellt hat, egal. Die können immer verschieben. Per Knopfdruck
Was halt schlecht ist, sind die Leute, die nicht weg können und die hier wohnen. Die hängen dann natürlich an ihrer mittelständischen Firma, die mal nicht ebenso ihren Standort verlegen kann oder eigentlich auch nur in ihrem Währungsbereich bleibt. Da besteht die Diskrepanz, warum jetzt ein immerhin verhaltenes Rumoren zu vernehmen ist. Und ich glaube, man taktiert dort Wolfgang Schäuble mehr nach dem Motto Augen zu und durch. Außerdem wird er den großen Bang, wenn er dann in einiger Zeit kommen wird, wird er wahrscheinlich nicht mehr erleben. Jetzt nochmal 4 Jahre als Minister. Was soll er sonst machen zu Hause? Um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Er hat 40 Jahre im Apparat verbracht. Was soll er anders machen? Der Anschlag damals auf ihn hat ihn ja auch nicht davon abgebracht, was ich auch verstehen kann. Wem soll ihm das tun? Aber er ist halt dabei geblieben. Du sagst in Europa der Institutionen, der Verbände. Was sind das für Institutionen? Was sind das für Verbände? Und was ist deren? Also sind das Geldmonarchien oder Geld? Ist das Geldadel? Könnte man das so beziffern, wenn du sagst, ja, das ist Großkonzerne und sonstiges? In Brüssel arbeiten, glaube ich, 40.000 EU-Beamte, nicht in der schlechtesten Besoldungsklasse. Tag und Nacht dafür und man läuft mal in Brüssel rum und da im Place du Luxembourg, wo viele Verbände sind, da sieht man nur Aktenkofferträger. Man will halt natürlich ein europaweites Wirtschaftsrecht schaffen, wo am besten keine Hürden mehr bestehen, wo die Zölle wegfallen und die Industrie schalten und walten kann. Der Preis ist natürlich ein unglaublicher technokratischer Wust. Und auf der anderen Seite, und das ist das Widersprüchliche, aber auch so eine Detailregelung, Detailverliebtheiten. Also man glaubt, man ist wohl der Annahme, dass der ewige Frieden in Europa dann ausbrechen würde, wenn alle die gleichen technischen Standards und Normen haben. Und das ist wohl ein Irrglaube. Es gibt wohl ein kulturelles Beharrungsmoment, das dem entgegenspricht. Man sieht die Sprachbewegungen in den einzelnen Ländern und man sieht auch das Selbstbewusstsein der Osteuropäer. Es wurde ja der Zusammenbruch der Nationalstaaten vorausgesagt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das Gegenteil ist entstanden, man erinnert sich ans Baltikum oder an die kaukasischen Länder, wo dann alle Attribute des Nationalstaats ja wieder ausgegraben wurden. Mit Fahne, Wappen, eigener Grenzwache und wenn es nur 300 Mann sind, etc. pp. Und im Anspruch, präsent zu sein. Es gibt so viele Staaten wie nie zuvor auf dem Erdball. Mhm. Also da scheint wohl ein kulturelles Beharrungsvermögen zu existieren. Ja, ist ja auch klar. Ich meine, man wirft dann da immer gleich Nationalismus rein, aber ich bin ja auch vom Kaiserstuhl. Ja, und bin Kaiserstühler und das wird auch keiner nehmen. Nation. Jetzt mal weg von der Nation, aber es ist eine Insel hier im Rheintal und natürlich fühle ich mich als Partner, ja. Und ich schaue die Schwaben immer noch als Schwaben an, so ohne sie jetzt irgendwelche Gefühle zu haben, nationalistischer Art oder so, ja. Aber irgendwo sage ich halt doch, ja, ich bin ein Partner so. Und ich sage nicht, ich bin Baden-Württemberger, ja. Weil ich höre es doch schon an der Sprache. Jetzt gut, hier jetzt vielleicht gerade nicht, wenn ich mit dir rede, mit einem sehr guten Deutsch. Aber doch, das ist doch irgendwo, das kann man auch nie wegdiskutieren. Also ist es nicht sogar ein Irrglaube zu meinen, mit Europa und Wegfall von Nationalitäten, dann haben wir ewigen Frieden. Ich glaube, der ewige Friede beruht auf ganz anderen Parametern. Auf Respekt. Und vor der Andersartigkeit und nicht vor der. Das ist ja eigentlich eine komplette Gleichmacherei. Ja, das deuten manche so aus und das ist halt, das wird halt von vielen interessierten Kräften eben halt nicht so gesehen. Da wird dann gesagt, der große Völkerfriede wäre ausgebrochen. Also man soll halt, man kann so oder so bewerten, aber man soll halt ehrlich sein. Es ist nicht meiner Beobachtung nach so, dass jetzt auch hier an in der Region alle anfangen, Französisch zu lernen, auch wenn das in der Grundschule breit wäre. Und In Polen ist es auch nach einer Phase des anfänglichen Interesses, das aber nach einigen Jahren auch wieder eingeschlafen ist, wird halt nicht Deutsch gelernt, sondern es wird Englisch gelernt. Also da scheint wohl die reine naive Nachbarschaft
die zufällige Lage zum Nachbarn wohl nicht das große, das letztdurchschlagende Moment zu sein, ob man das nun gut findet oder nicht. Ja. Also es gibt einige Residuen, genauso wie die Religion wohl auch eine Rolle in anderen Teilen Europas eine Rolle spielt. Spanien, Italien und auch in Osteuropa und Polen. Also es ist wohl noch nicht ganz tot und lebt weiter, ob man es gut findet oder nicht. Also es gibt ja noch andere Parameter. Was mir da nur noch einfällt, ist, um auch so wieder ein bisschen dieses Regionale, aber wir müssen jetzt gar nicht alle Fässer aufmachen, aber es kommt mir jetzt einfach gerade so, ich fühle mich ja wirklich als Kaiserstühler, aber ich fühle mich genauso als Europäer und ich bin zweifellos von dieser Welt. Ja? Und irgendwo spiegelt das für mich auch so das Währungssystem wider, was wir eigentlich haben müssten. Ja? Und wenn man dann eben Amerika denkt mit ihrer Weltwährung, dem Dollar, was gleichzeitig eine National- und eine Regionalwährung ist. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Andreas Popp war oder sonst jemand. Eigentlich bräuchten wir da halt ein dreigliedriges Währungssystem und damit auch die Anerkennung dieser Zugehörigkeiten. Ja, also eine Regionalwährung, eine Kulturkreiswährung und eine Weltwährung. Und das spiegelt sich für mich, da sind wir wieder bei einer Dreigliederung, das spiegelt sich für mich halt auch im politischen Selbstverständnis oder auch überhaupt im Selbstverständnis wieder. Ja, ich bin regional verwurzelter Kaiserstühler Partner oder wie auch immer. Ich bin Europäer und das widerspricht sich überhaupt nicht. Ja? Und da kann ich auch nicht gleich machen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja sowieso, dass die Bildungspolitik Ländersache ist, wo doch alle Menschen mit gleichen Rechte haben sollten, Agrarpolitik aber aus Brüssel kommt, wo die nicht mal sehen, was am Kaiserstuhl spezifisch ist. Ja, also da sieht man dann wieder die alten Hoheiten und gewachsene Strukturen, aber sie sind nicht in der Lage, wirklich mal vernunftbegabt was zu betrachten und zu sagen, hey, Agrarpolitik hat nun wirklich eine regionale Spezifität, aber den Menschen gegenüber könnten wir wirklich eine Gleichmacherei, was die rechte Seite angeht. Also Bildung ist eigentlich wirklich eine Brüsseler Angelegenheit für mich. Ja, weil das vom Menschen her gedacht wird. Aber wenn ich was spezifisch von einem Land her denke, dann ist es für mich eben Regionalentscheidung. Und da sehe ich gerade in diesen zwei Themen Bildung und Agrarpolitik komplett konträre Situationen und auch nicht, natürlich aufgrund von gewachsenen Strukturen, auch nicht der Wille, da irgendwas ändern zu wollen. Naja, gut, also hinsichtlich der Agrarpolitik darf man ja nicht vergessen, dass es die Keimzelle war, parallel zur EGKS, ja. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, sollte genau. das ja der Nukleus werden für ein neues Europa, hatte sich aber schon bereits Anfang der 60er Jahre bis auf ein paar extreme Regionen Westeuropas schon erwiesen, dass schon damals der Keim gelegt war für eine unvernünftige Überproduktion. Hat man natürlich nicht abgeschafft, weil solche Administrativsysteme natürlich sehr hartnäckig sind und sehr lukrativ für diejenigen, die an dem Apparat sitzen. Zum EU-Recht, es ist nicht alles einfacher geworden, sondern es ist eine dritte Ebene eingezogen. Also das hat man schon zu den Ministerien in Deutschland und in den anderen EU-Staaten hat man jetzt noch zusätzlich die EU-Ebene mit ihrem Beamtenapparat noch eingezogen. Es ist also keine Ebene weggefallen, sondern noch eine zusätzlich gekommen. Erst wird auf EU-Ebene und dann auch teilweise für Experten, das wird auch zugegeben, dass es teilweise die Materie nicht überschaubar ist und dann muss es nach langen Verhandlungen, kommt es dann irgendwann in nationales Recht, wo durch verschiedene Wertigkeiten, Richtlinien, Verordnungen etc. pp. Den Nationalstaaten auch teilweise überlassen wird, dann den Willen Brüssels umzusetzen. Also es kommt zu einer teilweise auch widersprüchlichen Rechtsetzung. Und das sorgt natürlich für Unmut, weil Europa wird dann im täglichen Leben wird dann halt eingedampft auf die Währungsquerelen und auf diese Verordnungswut und auch zu Recht. Was die Bildungspolitik anbetrifft, Bildungspolitik ist nach jetzigem Stand eben kein Thema. Das sind halt die Reservate der Nationalstaaten geblieben. Ja. Und sogar der Länder. Und der Länder in Deutschland, ja.
Nun ja. Also du sagst, okay, 4 Jahre, die gehen so weiter wie bisher. Die Europakrise ist soweit nicht überwunden, aber ja, das wird sich aus. Ich wüsste, mir ist kein einziges Wort in Erinnerung geblieben aus dem Wahlkampf, wo man jetzt sagen würde, diese Richtung, Politik heißt ja gruppieren, also wir sagen hier in diese Richtung nicht, dass mir ein griffiges Statement in Erinnerung bliebe, woran ich jetzt nachvollziehen könnte, wie es in den nächsten 4 Jahren wohl käme. Das Einzige, was jetzt schon durchgesickert ist, der Schuldenabbau wird nicht weiter betrieben und es werden große Pakete geschnürt zur Verteilung. Und wer das dann bezahlen soll, das wird dann die Zukunft zeigen. Aber man ist wohl nicht gewillt, jetzt einen Schuldenstaat, die Schulden abzubauen. Das lässt sich, glaube ich, jetzt schon konstatieren. Ja. Und die administrativen Strukturen, die werden so weiter plätschern. Man hat einige Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, damals durch die gescheiterten Verfassungsannahmen in Holland und in Frankreich. In Irland hat man das überwunden, indem man die gleiche Abstimmung ein zweites Mal durchgeführt hat. Sie war beim ersten Wahlgang war sie äußerst knapp mit 49% und beim zweiten kam man dann drüber. Hat das beim ersten Mal als Ungelehrsamkeit der Iren, die noch nicht die Vorteile begriffen hätten, deklariert und beim zweiten Mal, als es nur um 2 oder 3 Prozentpunkte dann andersrum aussah, als großen Ausweis des Vertrauens der irischen Bevölkerung in die Vorteile und Zukunft der EU gedeutet. Ja, super. Also das spricht sich rum und auch wenn man viel unterdrückt, aber da machen sich auch viele EU-Bürger so ihre Gedanken. Der Zuspruch von den osteuropäischen Ländern, da muss man eigentlich auch, denke ich mal, ehrlich sein, ist natürlich der, dass man angeschlossen wird an ein großes Finanzsystem. Ja. Und darauf läuft es dann im Endeffekt hinaus, ist eine große Infrastruktur. Aber jetzt zu denken, aber ich habe es noch nie beobachtet, dass jetzt alle Menschen eine europäische Identität entwickelt hätten, ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Ja, das kann man auch nicht verlangen. Also ich weiß nicht, wie es dir da persönlich geht. Also ich, wie ich schon gesagt habe, ich fühle mich definitiv als Europäer. Und das ist für mich herrlich, hier an der Grenze zu wohnen und einfach nach Frankreich rüberfahren zu können. Und ich genieße das auch, dass ich in ein anderes Land komme, wo ich Croissants und französischen Käse und Baguette, Wein jetzt nicht, haben wir selber genug, aber wo ich einfach französische Produkte und die Mentalität und man flaniert einmal durch Schlettstadt durch oder durch Colmar oder Straßburg und es ist ein Stundenausflug in eine andere Kultur und ich genieße das doch. Also es geht doch nicht um Gleichmacherei. Und das ist es halt eben, man fährt doch deswegen aber weg, es ist das Nachbarland, weil man etwas anderes sehen möchte. Ja, eben. Und da kommt man dann natürlich dann zur Frage, soll das jetzt alles technokratisch eingedampft werden? Nein, eben nicht. Oh ja, eben das nicht. Ist, und das ist. Wir das haben ist alle unsere Eigenheiten, das gefällt mir bei Carambolage, ja, in Arte. Eine Wahnsinnssendung, wo immer wieder einfach gezeigt wird, hey, boop. In welchem Land sind wir? Kommt ein Bild und dann, wer erkennt es, in welchem Land sind wir? Die Länder unterscheiden sich. In Feinheiten, aber sie unterscheiden sich. Ja, das ist offenbar der Widerspruch, der nicht ausgehalten wird und vielleicht auch gar nicht ausgehalten werden kann. Auf der einen Seite haben wir diese Tendenz zu einem Zentrum, zu einem, das stark Kompetenzen an sich heranziehen will, sprich Gesetzgebung, Währung etc., wobei es ja kriegt. Da geht es ja aber um Kontrolle, oder? Da geht es auch um Kontrolle. Natürlich ist es auch Kontrolle. Und es gibt jetzt nicht wenige Geschichtswissenschaftler, die sagen, das überdehnt sich schon. Manche sagen ja auch, bei einer weiteren Ausweitung der EU gibt es dann Konfrontationen. Durch den Beitritt der Türkei wäre dann die EU Nachbarland des Iran. Mhm. Wäre dann am Schwarzen Meer in kaukasische Konflikte eingebunden. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, dass man dann auch die Konflikte mitträgt. Ja. Und da ist auf der einen Seite die Sehnsucht nach einer großen Einheit, aber man will dann auf der anderen Seite auch nicht die Negativpunkte sehen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da eine persönliche Meinung drüber, aber das ist jetzt das Spannungsfeld, in dem Europapolitik besprochen wird.
Also wie ich es gerade vorhin für mich gesagt habe, ich brauche eine Regionalwährung, ich brauche eine Kulturkreiswährung und ich brauche eine Weltwährung und für mich passt es nicht zusammen. Für mich passen Länder mit einem Großanteil an Muslimen sehr gut ins Bild, aber nicht ausschließlich, es ist eine komplett andere Kultur. Die Kultur ist natürlich in Deutschland mittlerweile durch die Zuwanderung und durch die Gastarbeiter ehemals ist alles in Ordnung und ich sehe die Kultur gerne und ich gehe auch in Deutschland, ich genieße diesen Ausflug in diese andere Kultur und die Berührung, aber dieser Gedanke, dass dieser Gleichmacherei-Gedanke und dieser Vermischungsgedanke, ja, also es tut mir leid, aber da, und ich habe keinerlei rechte Tendenzen, die ich in mir spüre, aber ich schätze doch das Gegenüber und das Andere. Warum muss man das alles vereinnahmen? Ich kann es doch genauso akzeptieren und respektieren, wenn es mir gegenüber sitzt. Ja, und dieser Gedanke, dass man das dann eben nicht gleich unter eine nationalistische Idee packt und sagt so, ah, das sind alles Nazis, so ein Quatsch und Humbug, ja. Das hat doch was mit eben, ich kann es nur wiederholen, mit Respekt zu tun. Ich möchte doch auch nicht irgendwann, dass wenn ein Weltstaat kommt, von mir aus kann ja dieser Weltstaat in Form von gleichen Menschenrechten kommen, in Form von der Weltwährung kommen, in Form, wenn es wirklich extraterrestrisches Leben gibt, dann wird sowieso die Welt als Welt gesehen und nicht als USA und China, sondern dann sind es Erdenbürger und das sind halt die anderen. Ja? Das wird die anderen immer geben. Aber ich möchte doch keine Gleichmacherei, ich möchte doch Urlaub in Indien machen können oder ich möchte doch nach Peru fahren oder sonstiges. Ich möchte doch nicht, dass dieselben Standards überall gelten. Wo kommt denn dieser Wahnsinn her? Und von dem her kann ich manch einem, der dann sagt, okay, die europäische Währung ist vielleicht zu viel, dass es die einzige Währung ist oder wir müssen die wieder flott kriegen, ich kann dem nur zustimmen und das ohne jegliches rechtes Gedankengut. Und wer mich versucht, da in die Ecke zu stellen, der liegt leider falsch, weil mein grundsolides Anliegen ist soziales, gemeinschaftliches Leben und nicht Separatismus oder sonstiges, aber ich muss doch das Gegenüber und das andere anerkennen. Also ich finde, das ist Gleichmacherei. Und da kann ich mich eindeutig positionieren. Danke. Ja, bitte. Leon, bringst du uns die Rechnung?